Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Ostern. Wir feiern den Sieg des Lebens über den Tod. Und auch wenn wir die Freude in diesem Jahr nicht feiernd miteinander teilen können, so können wir doch diese Botschaft auf uns wirken lassen mit den Melodien, den Worten und den Bildern der kommenden Minuten, dass Gott Leben schenkt. Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des ewigen Lebens. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So beten wir mit den Worten der Psalmen: Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg, die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Thank you.
Ich lese das Osterevangelium so, wie es der Evangelist Matthäus überliefert hat. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Zwei Sätze, aber eine Geschichte. Zwei Laufrichtungen, ja zwei Gangarten, aber eine Botschaft. Immer dann, wenn ich hier auf dem Friedhof bin, werde ich an diese beiden Verse erinnert. Ja, ich erlebe sie beinahe nach und wiederhole sie für mich persönlich. Es fängt damit an, dass ich mit einer Trauerfamilie und mit einem Sarg oder einer Urne von der Kirche zum Grab ziehe. Wir gehen langsam, niemals eilig, selbst wenn es regnet oder stürmt. Darin sind sich alle einig, auf dem Friedhof rennt man nicht. Der Weg zum Grab ist ein langsamer, ein bedächtiger, ja, ein schwerfälliger Weg, weil er eben schwer fällt. Ihn geht man nicht, wie man mal eben noch schnell auf die Post muss oder um die Ecke Brötchen holt. Die Trauer macht die Beine schwer. Der Abschied geht langsam vor sich, nur Schritt für Schritt fortschreitend, unwillig fast, widerwillig, hinauszögernd dem Grab und dem endgültigen Abschied entgegen. Denn am Grab angekommen, ist dann kein Umweg mehr möglich, kein Ausweg mehr zu sehen
unumgänglich die Trennung. Wenn ich dann vom Grab wieder weggehe, meistens als einer der Ersten, dann gehe ich schneller. Nicht, weil ich es besonders eilig hätte und der nächste Termin schon wieder wartet, sondern weil es mich ganz unwillkürlich und unbewusst ins Leben zurückzieht. Ich lasse die Situation des Mittrauerns, des Begleitens im Angesicht des Todes hinter mir. Ich bin wieder zurück im Leben. Weg vom Tod, weg vom Grab kehre ich zurück in den Alltag. Und mein Gang wird wieder leicht und zügig. Jedes Mal fallen mir dann die beiden Frauen aus der Ostergeschichte ein, denen es genauso ergangen ist. Von ihnen wird tatsächlich erzählt, dass sie auf dem Friedhof rannten. Sie waren im Trauermarsch angekommen, um Abschied zu nehmen, um mit dem Tod klarzukommen. Aber dann erlebten sie, dass Gott den Tod in Leben verwandelt hat. Das Grab war leer, der Todgeglaubte aber voller Leben. Und so rennen sie zurück mit der unglaublichen Botschaft auf den Lippen, dass Gott den Tod besiegt hat. Sie rennen mit gemischten Gefühlen. Wer will es ihnen verdenken? Denn wem gelingt es schon, diese Nachricht, diese Verwandlung von Tod ins Leben mit einem Schlag zu begreifen? Es ist eine Mischung aus Furcht und Freude, Bangen und Hoffen, gleichsam Erschrecken und Begeisterung, Himmel und Angst, die sie treibt. Das Beben, das vom Himmel herabkam, findet seinen Widerhall in den Herzen der Frauen. Es zeigt die unerklärliche Tragweite der Auferstehung Jesu von den Toten. Ostern ändert alles, auch unsere Gangart. Ostern macht uns Beine und Hoffnung. Ostern schickt uns zurück und lässt uns das Leben neu angehen. Aus dem Trauermarsch wird ein Siegeszug. Wir schleichen nicht mehr nur dem Tod hinterher, sind nicht mehr nur die geschlagenen Hinterbliebenen des unendlichen Todes. Wir haben nicht mehr nur das Nachsehen. Wir laufen um unser Leben, diesmal aber nicht von Angst verfolgt, sondern in der Nachfolge dessen, der die Angst überwunden hat. Ja, wir werden immer wieder auf den Friedhof müssen. Der langsame, schweigsame, bedrückende Abschiedsweg wird uns trotz Ostern nicht erspart bleiben. Immer wieder werden wir uns an Gräbern versammeln und den schweren Gang üben. Aber wir sollen wissen, dass der Weg zum Grab keine Einbahnstraße mehr ist. Mit Furcht und mit großer Freude sollen und dürfen wir bei jedem Weg vom Friedhof zurück daran denken, dass die Frauen damals nicht ohne Grund auf dem Friedhof gerannt sind. Sie mussten die Nachricht in Umlauf bringen, dass Gottes Pläne mit uns nicht am Grab enden, sondern ins Leben führen. Es gilt, laufen zu lernen. Nicht weg und auf und davon, sondern drauf los und drauf zu. Gottes Ostermarsch hat begonnen. Jetzt gilt es, mit Ehrfurcht und Freude hinterherzukommen. Wer sich aufmacht, wird laufend die Erfahrung machen, dass Gott sein Versprechen hält, wenn er sagt: Siehe, ich mache alles neu und der Tod wird nicht mehr sein.
So lasst uns mit und füreinander beten. Jesus Christus, du Sohn Gottes, du hast uns in deiner Auferstehung gezeigt, dass das Leben über den Tod siegt. Du hast als Licht der Welt die Finsternis durchbrochen und führst auch uns ins Helle. Das feiern wir heute. Aber unsere Freude darüber gerät ins Stocken, wenn wir sie nicht mit anderen teilen können. Die Kirche ist leer. Wir ziehen nicht hinaus wie gewohnt. Familien besuchen sich nicht, wie es sonst zu Ostern geschehen wäre. Komisch fühlt es sich an, diese Zeit. Und wir brauchen dein Licht, aus dem wir Hoffnung und Zuversicht schöpfen können. So bitten wir dich für uns, dass wir dir vertrauen auf unseren Wegen, gerade auch in unserer Angst, Unsicherheit und Not. Lass dein Licht scheinen, wo wir der Finsternis des Todes ins Auge blicken. Wir bitten dich für die Kranken und Leidenden, aber auch für die, die sich mit all ihrer Kraft für das Leben einsetzen. Wir bringen vor dich unsere Gedanken an die Menschen, die in ungerechten und unwürdigen Verhältnissen leben, die in Krieg, Hunger und Verfolgung um ihr Leben bangen müssen. Auch für sie hast du das Leben errungen, so lass Frieden und Versöhnung wachsen. Wir beten für die Menschen, die kein Licht am Ende des Tunnels sehen, deren Leben durch seelische Nöte verdunkelt ist, die sich allein gelassen und einsam fühlen. Gib ihnen Kraft, neue Lebensfreude, Zuversicht und Hoffnung. Lass deine frohe Auferstehungsbotschaft über den Gräbern erschallen, an denen wir in den vergangenen Tagen standen. Lass unsere Herzen fest werden im Vertrauen auf das Leben, das du über den Tod hinaus schenkst. So führe auch die aus der Dunkelheit ins Licht, die um einen Menschen trauern, den sie geliebt haben, der sie geprägt hat und mit dem sie sich auch nach seinem Tod noch verbunden fühlen. Gib uns allen die Gewissheit, dass du lebst und dass du lebendig machst. Vergib, wo wir anderen einen Lichtblick schuldig geblieben sind. Gib uns ein offenes, unseren Mitmenschen zugewandtes Herz und offene Hände für die, die uns brauchen. Lass uns selbst zu Trägern des Osterlichtes in unserer Umgebung werden. So sind wir, wenn auch räumlich getrennt, so doch vereint als deine Kinder, die gemeinsam zu dir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin in der Freude über diesen Tag im Frieden des Herrn. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen, Amen, Amen. Gesegnete Ostern.